Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, wir führen heute offenkundig eine sehr intensive Debatte zu einem sehr streitigen Thema, dem Familiennachzug. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir, die CDU-CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion, heute dem Deutschen Bundestag mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine sehr tragfähige, verantwortungsbewusste und sachgerechte Vereinbarung zur Abstimmung stellen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieser Gesetzentwurf auch die Chance auf Befriedung in sich trägt. Aus meiner Sicht gibt es drei zentrale Punkte zu erwähnen. Erstens, wir setzen das Regelwerk zur Migration, auf das sich die CDU und die CSU gemeinsam verständigt haben, um und schaffen den individuellen Rechtsanspruch von 280.000 eingeschränkt schutzbedürftigen Personen auf Familiennachzug ab. Zweitens, wir schaffen ab 1. August ein Kontingent für maximal monatlich 1.000 Personen, mit dem im Rahmen einer Härtefallregelung aus rein humanitären Gründen Familienangehörige, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben oder schwerst krank sind, die Chance haben, nach Deutschland zu kommen. Und drittens, wir als CDU-CSU halten Wort und erhöhen auch mit dieser Regelung die Nettozuwanderung nach Deutschland nicht. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Punkt möchte ich auch noch einmal erläuternd feststellen, weil manche meinen, es gab schon immer den Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen. Dem war nicht so. Bis August 2015 war der Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen ausgeschlossen. Und nur in dem sehr kurzen Zeitraum zwischen August 2015 und dem 16. März 2016 gab es über einen kurzen Zeitraum hinweg den Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen. Und ich möchte auch einem Eindruck in aller Deutlichkeit entgegentreten, weil dies immer wieder so insinuiert wird. Wir sind mit dieser Regelung, die wir heute zur Abstimmung stellen, vollkommen auf dem Boden des Völkerrechts und auf dem Boden des Europarechts. Herr Kollege Mayer, die Frau Kollegin Roth möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Selbstverständlich, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Mayer. Es geht ja hier auch immer mal wieder über interessensgeleitete Behauptungen, was denn tatsächlich sondiert worden ist unter Jamaika oder nicht. Herr Dobrindt sagt zu Recht, heute hat sich die CSU mit ihren Positionen durchgesetzt. Jetzt hat Herr Lischka wieder die Behauptung aufgegriffen, unter den Jamaika-Sondierern sei eine einjährige Aussetzung verabredet gewesen. Herr Mayer, stimmen Sie mit mir darin überein, dass das der Wahrheitsgehalt dieser Aussage gleich null ist, sondern weder die FDP hat einem solchen Vorschlag zugestimmt mit einer anderen Perspektive, geschweige denn wir Grüne. Wir haben immer klar gemacht, wir werden das, was Sie heute beschließen, auf keinen Fall mittragen. Mit uns wird es keine Aussetzung geben. Mit uns wird es schon gleich gar keine Abschaffung der Familienzusammenführung geben. Und es waren auch immer wieder CSU-Kollegen, wie der Kollege Müller oder Kollege Scheuer, die behauptet hätten, wir hätten... Lesen Sie einfach mal die Geschäftsordnung, da kann man auch Bemerkungen machen, ob es Ihnen passt oder nicht. Aber ich will einfach von Herrn Mayer, weil Sie ja ein wahrheitstreuer Mensch sind, klarstellen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Ihrer Auffassung, was Familienzusammenführung, was Völkerrecht, was Grundrecht und was Menschenrechte angeht, und uns gibt. Herr Mayer. Liebe Frau Kollegin Roth, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Frage und auch vielen herzlichen Dank für diese Vorschusslorbeeren, dass ich ein wahrheitstreuer Mensch sei. Ich möchte Ihnen aber auch deutlich entgegnen, ich kann da beim besten Willen auch diesem Anspruch, Ihnen vollends eine Antwort zu geben, auch nicht gerecht werden, weil ich einfach schlichtweg in der Runde, die letzten Endes zum einen mal das Thema Migration verhandelt hat und zum anderen dann auch in der großen Runde, in der Schlussrunde über das Gesamtwerk verhandelt hat, nicht dabei war. Und um auch hier keine falsche Aussage zu treffen, es ist doch vollkommen klar, ist auch kein Geheimnis. Natürlich war das Thema Migration auch bei den Jamaika-Verhandlungen, genauso wie jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und der SPD, eines der umstrittensten, wenn nicht das umstrittenste Thema. Und natürlich hat, wie es ja heute auch schon vom Bundesinnenminister klargemacht wurde, jede Partei versucht, auch aufeinander zuzugehen und letzten Endes einen Kompromiss zu schließen. Und es hat sich möglicherweise schon abgezeichnet, dass wir ähnlich wie auch jetzt bei dieser Regelung eine temporäre weitere Aussetzung vornehmen.
Wie die dann genau konkret ausgesehen hätte, das entzieht sich wirklich beim besten Willen meiner Kenntnis. Aber ich lege wirklich nochmal Wert auf die Feststellung, dass es mit dieser Regelung, die wir heute zur Abstimmung erstellen, gelungen ist, dass wir den Familiennachzug für eingeschränkt schutzbedürftige Personen endgültig abschaffen. Und das ist aus meiner Sicht ein erheblicher Fortschritt. Herr Kollege Mayer, Ihre Wahrheitsliebe wird weiter in Anspruch genommen. Der Kollege Sichert möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Selbstverständlich, sehr gerne. Sie haben vorhin behauptet, dass Sie gesagt haben, die Nettozuwanderung würde sich nicht erhöhen. Wie können Sie das hier allen Ernstes vertreten, wenn Sie weiterhin für offene Grenzen einstehen, über die jeder in dieses Land hineinkommen kann? Auch zu dieser Frage, Herr Kollege, eine klare Antwort. Das ist mir wirklich ein wichtiger Aspekt, dass auch mit dieser Kontingentlösung die Nettozuwanderung nicht erhöht wird. Weil ja heute auch schon mal darauf hingewiesen wurde, es läuft die Relocation-Verpflichtung Deutschlands ab, gegenüber Italien und Griechenland monatlich 500 anerkannte Flüchtlinge zu übernehmen. Also es kommen aus diesen beiden Ländern, Italien und Griechenland, nunmehr pro Monat 1.000 Flüchtlinge weniger nach Deutschland, sodass selbst wenn dieses monatliche Maximalkontingent, das es ab 1. August gibt, für den Familiennachzug zu eingeschränkt schutzbedürftigen Personen die Nettozuwanderung insgesamt nach Deutschland nicht zunehmen würde. Und das ist auch ein klarer Punkt, der dem entgegensteht, was heute auch immer wieder stereotyp behauptet wurde, dass diese Festlegung des Kontingents von 1.000 Personen willkürlich wäre oder nicht erklärbar wäre. Dieses Kontingent von 1.000 Personen ist eben genau erklärbar, dergestalt, dass auf der anderen Seite die Verpflichtung Deutschlands ausgelaufen ist, gegenüber Italien und Griechenland monatlich 500 Personen zu übernehmen. Und, um dies auch noch zu ergänzen auf Ihre Frage, selbstverständlich bewegt sich auch der Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten Personen im Gesamtrahmen, auf den wir uns verständigt haben, mit der SPD von zwischen 180.000 und 220.000 Personen im Jahr. Deswegen kann man mit Fug und Recht und mit voller Überzeugung behaupten, dass mit dieser Neuregelung, die wir heute zur Abstimmung stellen, die Nettozuwanderung nach Deutschland nicht erhöht wird. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum zweiten Punkt, dass wir eine Härtefallregelung schaffen, die es ermöglicht, insbesondere in humanitär schwerwiegenden Fällen den Familiennachzug im Einzelfall, wohlgemerkt auf Basis einer reinen Ermessensentscheidung, zu ermöglichen. Wir werden nach diesem Gesetz natürlich ein weiteres Gesetz erarbeiten, in dem wir dann die Kriterien, die Parameter konkret erarbeiten, nach denen dann auch bemessen wird, wie sich dieses Maximalkontingent von 1.000 Personen im Monat zusammensetzt. Bei dieser Erarbeitung des weiteren Bundesgesetzes wird uns natürlich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das Sondierungspapier zwischen CDU und CSU und SPD eine klare Richtschnur sein. Und dabei wird es eben darum gehen, vor allem die Personen zu privilegieren, die einerseits keine Gefährder sind, die andererseits sich keine schwerwiegenden Straftaten zu Schulden kommen haben lassen. Es darf sich nur um Ehen handeln, die vor der Flucht geschlossen wurden. Und es darf sich auch nur um Personen handeln, deren Ausreise nicht kurzfristig zu erwarten ist. Auch dieser Punkt ist wichtig, weil immer wieder auch die Bedeutung der Familie heute strapaziert wurde und auch angesprochen wurde. Es geht bei dem Personenkreis der eingeschränkt schutzbedürftigen Personen nicht um Menschen, bei denen es angedacht ist, dass sie sich dauerhaft in unsere Gesellschaft integrieren. Es handelt sich um Personen, die einen Fluchtgrund haben, und wir haben die klare Erwartung, wenn dieser Fluchtgrund wegfällt, dann haben sie Deutschland auch wieder zu verlassen. Und deshalb geht es eben bei diesen Personen nicht darum, dass man beabsichtigt, sie dauerhaft in die deutsche Gesellschaft, in unseren Arbeitsmarkt und in unsere Berufswelt zu integrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch noch ein klares Wort dazu, dass immer wieder auch von der SPD behauptet wird, naja, an der Härtefallregelung könnte man ja noch mal schrauben und noch mal drehen und die könnte man ja noch mal öffnen. Auch hier gilt der Grundsatz, man hat sich an Verträge, die geschlossen sind, zu halten. Und an der Härtefallregelung, insbesondere nach § 22 des Aufenthaltsgesetzes, wird unsererseits nicht gerüttelt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum letzten Punkt, den ich schon erwähnt habe, dass die Nettozuwanderung nach Deutschland mit dieser Regelung nicht erhöht wird. Ich möchte hier noch einmal abschließend wirklich auch die Situation in den Kommunen ansprechen.
Und wir haben dies ja in der Anhörung am vergangenen Montag deutlich ins Stammbuch geschrieben bekommen. Die Kommunen in Deutschland, unsere Städte und Gemeinden, sind teilweise an der Belastungsgrenze. Was die Aufnahme von Migranten anbelangt, unsere Schulen, die Bildungseinrichtungen sind an der Belastungsgrenze. Und ich sage dies auch noch einmal sehr ausdrücklich, es wäre eine Überforderung des Wohnungs- und des Arbeitsmarktes in Deutschland, wenn wir hier eine ungezügelte Familienzusammenführung bei subsidiär schutzberechtigten Personen zulassen würden. Und eines ist auch wichtig, wir ermöglichen mit dieser Regelung, die wir heute verabschieden, auch Planungssicherheit. Planungssicherheit insbesondere für die Landkreise, für die Städte und für die Gemeinden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit diesem Gesetzentwurf eine gute Lösung präsentieren und dass dieser Gesetzentwurf auch einerseits unserem christlichen Anspruch auf Humanität gerecht wird, aber dass wir mit diesem Gesetzentwurf auf der anderen Seite auch unseren klaren Kurs der Steuerung, der Begrenzung und der Reduzierung der Zuwanderung fortsetzen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Andrea Lindholz.